DFB-Pokal, zweite Runde. Werder Bremen empfängt den ersten FC Heidenheim. Die Bremer klarer Favoriten ins Spiel. Gehen auch in der 6. Minute durch Rashica 1-0 Führung. In der 11. Minute gehen sie durch Bittencourt 2-0 in Führung. In der 18. Minute gehen sie durch Klaassen 3-0 in Führung. In der 41. durch Friedel 4-0 Führung. In der 45. plus 1 Schnatterer 11 Meter 4-1. Halbzeitstand 4-1, Endstand auch 4-1. Der Sieg geht mehr als verdient nach Bremen. 20 Schüsse Bremen, 6 Heidenheim. 7 Schüsse aufs Tor von Bremen, 4 von Heidenheim. 71% Passgenauigkeit für Bremen, 29 für Heidenheim. 860 Pässe für Bremen, 360 für Heidenheim. 92% Passgenauigkeit, was ein sehr starker Wert ist von den Bremern. 77% von Heidenheim. 11 Fouls mit 3 gelben Karten haben die Bremer zu verursachen. Heidenheim war sehr fair, hat nur 6 Mal gefoult und dabei keine Karte gesehen. Glückwunsch an die Bremer, die in Runde 3 einziehen. Schade Heidenheim. Vielleicht im nächsten Jahr.